Fritz, wir wünschen dem Spiel einen spannenden und fairen Verlauf. Spielstand 4:1. Torschütze mit der 22, Adrian Rudolf. Ja.
beim 5:1 für die HSG Bordalab. Das siebte Tor für die HSG Bordalab. Torschütze mit der Nummer 8, Tobias Oschmann. Spielstand 7:2, Torschütze mit der 11, Nils Kohlmann. Hey, weiter!
jetzt auf 7:3, Torschütze mit der 6, Johannes Happe. Johannes Happe verkürzt für Dresdetal auf 8:4. Thank you.
Platz für die SG Bonnenal, Torschütze Tim Rangereb, Tim Hartung. Böhmann trifft zum 10:7. Für die SG Bonnenal, der Spielstand 11:7. Für die SG Bonnenal,
Torschütze. Mit 28, Timo Sieber. Thank you.
Spielstand 14:10. Torschütze durch 7 Meter für die Hansken Christenthal, Johannes Happe. Auszeit HSG Barneval. Johannes Happe verkürzt auf 14:11. Thank you.
10, Torschütze Johannes Hampe.
Thank you.
Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Für die HSG Bargerei, Torschütze, unsere Nummer 22, Adrian Rudolph. Spielstand 16:15. Torschützenbücher Nummer 9, Janik Bitter. Torschütze mit 11, Nils Pullmann. Ausgleich für die HSG Bonnerdahl, Torschütze Christian Vogt, neuer Spielstand 17:17.
Kristall. Der Schiedsrichter 3, Lennart Schmidt im Gegenzug 18-18. Unsere 18, Christian Buck. Die Basketballer hat wieder in Führung neuer Spielstand 19-18. Torschütze mit seinem 6. Treffer Christian Funk. Für die HSG Bornerlei, Torschütze mit 18, Christian Fug.
ausgebaut hat. Max Henkel, auf geht's! Torschütze für die Ausgeforderte Adrian Rudolf. Oh,
20 zu 25, Torschütze wieder 15, Joshua Sturm. Simon Gruber. Nils Bullmann verkürzt auf 28 zu 26. Für die ASG Bornadal-Torschütze. Mit 18 ist der Flug. 30 zu 26 für die ASG Bornadal-Torschütze. Adrian Rudolf. Here we go.
26. Torschütze für die HSG Baudernal, Adrian Rudolf. Thank you.
durch die Nummer 7 zum 33-28 durch jetzt einen wilden Gruß. Das hat aber kurz für Twistetal auf 33 zu 29. Das wird der 34 zu 29 für die HSG Badenheim. Torschütze mit der 34. Für die HSG Badenheim. Torschütze Simon Gruber. Und Gruber jetzt zum 36 zu 29 für die Badenheim HSG. Die HSG Badenheim bedankt sich für ihren Besuch. Jawohl.
wünscht allen noch einen recht schönen Sonntagabend. Und ich weiß nicht, wie das nächste Woche in Bettenhausen aussieht, ob wir da an diesem Spiel als Gäste, Zuschauer teilhaben dürfen. Beachtet die Medien, beachtet die HNA, es wird bestimmt da irgendwo niedergeschrieben sein, es wird kommuniziert. Eventuell auch, wenn wir mehr wissen, auch auf der HSG-Homepage. Also, schönen Dank fürs Kommen und eine gesunde Woche wünscht die HSG Badelheim. I'm in the island.